Ich bin Edora, He-Mans Zwillingsschwester und Beschützerin von Crystal Castle. Das ist Spirit, mein geliebtes Pferd. Fantastische Geheimnisse offenbarten sich mir an dem Tag, als ich mein Schwert erhob und sagte, für die Ehre von Grayskull! Wenige teilten dieses Geheimnis. Zu ihnen zählten Leito, Madame Res und Kaul. Meine Freunde der großen Rebellion und ich versuchten mit vereinten Kräften, Etheria von den schrecklichen Mächten des Hordak zu befreien. Ein wundervoller Tag. Wir müssen uns beeilen. Bo wartet auf uns. Verstanden. In Ordnung. Ich fürchte, Bo muss noch eine Weile auf uns warten. Vorwärts, Spirit! Bleib, wo du bist. Bleib stehen. Los aufs freie Feld, wo wir dich erwischen können. Jagt ein dummer Hordes-Roboter einen armen kleinen Scruffer. Also das gefällt mir gar nicht. Und She-Ra auch nicht. Für die Ehre von Grayskull! Ja, du passt gut in Hordaks Zoo. Fang ihn. So, Hordak hat einen Zoo. Vielleicht gehörst du da eher rein. She-Ra. Kannst du es nicht mit jemandem aufnehmen, der so groß ist wie du? Warte es ab. Es ist an der Zeit, unseren Captron an einem Rebellen auszuprobieren. Fang sie. Er soll mich gefangen nehmen? Dazu muss er mich erstmal kriegen. Jemanden? Ah, du willst tanzen mit Vergnügen. Aber ich führe. Steh nicht so tatenlos rum, nimm sie gefangen, schnapp sie dir. Nein, nicht mich, fang sie, sie. Sag Hordak, She-Ra lässt ihn grüßen. Es ist an der Zeit, dass gewisse Leute erfahren, wie es ist, im Käfig zu sitzen. Armer kleiner Bursche, du bist an der Pfote verletzt. Mal sehen, was wir für dich tun können. Oh, vielen Dank für den Kuss. Jetzt ist alles wieder gut. Lauf zu deiner Mutter. So kann man auch einen Tag beginnen. Komm schon, Spirit. Wir müssen uns beeilen, wenn wir unsere Verabredung mit Bo einhalten wollen. Komm. Wow, schon wieder mitten in Schwarze. Du bist bestimmt der beste Bogenschütze von ganz Etheria, Bo. Oh nein, nicht der Beste, nur der mit dem... Im meisten Glück hier. Bringst du uns auch bei, so mit dem Bogen umzugehen? Ich glaube, mit dem Unterricht hat es noch 1 bis 2 Jahre Zeit, bis die beiden etwas verantwortungsbewusster geworden sind. Oh, Vater! Wie auch immer, ich gebe dir was zu essen. Du musst hungrig sein nach deinen Schießvorführungen. Weißt du, Kaul und ich müssen uns bald am Lavendelteich mit Edora treffen. Aber ich glaube, dass wir noch ein wenig Zeit haben. Was hältst du davon, Kaul? Ein gratis Essen habe ich noch niemals abgelehnt. Vater? Dürfen Fett und ich etwas Brennholz für dich hacken, während du das Essen machst? Erlaub
Erlaubst du es uns? Wir möchten dir so gerne helfen. Okay, das wäre schon eine große Hilfe. Aber passt ja auf meine Axt auf. Damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Versprochen, okay. Danke, Vater. Gehen wir! Ach, ich bin geschafft. Ja, Mann, ich auch. Wie lange haben wir gearbeitet? Ich weiß nicht. Aber ich gehe jetzt zum Bach und kühle mich ab. Ich glaube, es kann nicht schaden, sich ein wenig auszuruhen. Und Vaters Axt wird schon niemand klauen, Fett. Komm, wir machen einen Wettlauf! Hey, schau! Das dürfte eine Axt sein. Natürlich ist das eine Axt. Die Frage ist doch nur, wessen Axt das ist. Oh, ich kann hier niemanden entdecken. Hallo? Hallo? Ist jemand hier? Ich sag dir was, Breck, die gehört keinem. Natürlich gehört sie jemandem. Wer würde so ein hübsches Werkzeug im Wald rumliegen lassen? Außerdem dürfte es auch ziemlich teuer sein. Ich weiß, wir bringen sie zu Madame Rez. Wenn jemand herausfinden kann, wem sie gehört, dann Madame Rez. Ist eine prima Idee. Hier liegen lassen tun wir sie nicht. Das wird aber ein langer Marsch werden. Für einen kleinen Twigget ist jeder Marsch ein langer Marsch. Wir sollten jetzt lieber zurückgehen. Okay. Wer letzter wird, ist eine ganz lahme Ente. Ich bin schneller! Ich spinne. Die Axt? Wo ist die denn? Oh nein! Sie lag an dem Baum. Wo ist sie jetzt? Vater wird jetzt böse werden, furchtbar wütend sein. Er wird denken, wir wären verantwortungslos. Ja. Ich hab es, Kyle. Wir sagen ihm, sie wäre gestohlen worden. Gestohlen? Ja, doch. Wir sagen, wir hätten im Wald gearbeitet und da sei ein Räuber aufgetaucht und hätte sie gestohlen. Gestohlen? Ja. Von einem Mann. Einem Mann in einem langen violetten Mantel. Und denk dran, wir müssen sehr ängstlich gucken, wenn wir es ihm erzählen. Gut, gehen wir zurück. Oh, schau mal, Bro, deine beiden jungen Bogenschützen sind zurückgekommen. Da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Fett? Kyle? Was ist? Die Axt. Wo ist meine Axt? Oh, Vater, uns hat gerade ein Räuber überfallen. Ein Räuber? Ist euch was passiert? Nein, uns ist nichts geschehen. Aber er hat uns die Axt weggenommen. Wir wollten weglaufen, aber er hat sie uns abgenommen. Wie hat denn der Räuber ausgesehen? Ja, nun, er war groß und hat einen langen violetten Mantel getragen. Es ist die Höhe, zwei Kinder zu bestehlen. Dagegen müssen wir was unternehmen. Welchen Weg hat der Mann eingeschlagen? Also, das ist wirklich schwer zu sagen. Aber es sah so aus, als... Ja, aber es sah so aus, als wollte er die Straße nach Greenfetch nehmen. Eine Stadt, die noch nicht von den Hordes beherrscht wird. Oh, Bro, er will vielleicht versuchen, die Axt dort auf dem Markt zu verkaufen. Kein Gauner bestiehlt hier ganz ungestraft, meine Freunde. Ich brauche zwar meine Axt, aber du musst dich deswegen nicht in Gefahr begeben. Keine Sorge, mein Freund, das wird ganz einfach. Oh nein, nein, ich hasse es, wenn er immer sagt, dass eine Sache ganz einfach ist. Wir sind bald wieder zurück, und zwar mit deiner Axt. Oh nein! Eine Stunde warten wir schon, aber ich habe noch keinen in einem violetten Mantel gesehen. So ein Pech. Ich finde, wir sollten uns jetzt in Ruhe auf den Nachhauseweg machen und aufgeben. Nicht bevor wir unseren Mann gefunden haben und die Axt. Wen haben wir denn da? Nanu, diesen Rebellen kenne ich doch. Ja, den kenne ich sehr gut. Und Hordak wird ihn als kostbares Geschenk betrachten. Ja, aber es könnte auch eine Beförderung für mich bedeuten. Also, hier ist mein Teller. Hört mir jetzt genau zu. Oh Mann, das gefällt mir ganz und gar nicht. Wieso kaufen wir Mann nicht einfach eine neue Axt? Es geht hier ums Prinzip, Kaul.
Der Gauner soll für sein Verbrechen bezahlen. Außerdem, mein Freund, sind wir hier absolut sicher. Oh, ich hasse es, wenn er immer sagt, hier seien wir absolut sicher. Mantenna! Oh, Rebell, du hast keinerlei Chancen gegen mein Betäubungsvieh. Kriege dich doch noch! Ergib dich, Rebell! Geh aus dem Weg, Wache! Ich halte ihn jetzt mit meinem Gefrierstrahl auf! Nicht auf mich! Guter Schuss, Mantenna. Verzeih, dass ich keine Zeit für deine Spielchen hab. Oh, oh. Strahl wird ihn von da oben runterholen. Ach, du willst unbedingt mit mir sprechen. Warum sagst du das nicht gleich? Oh, ich danke dir für deine kleine Zielschießübung, du Rebell. Ja, die hattest du wirklich nötig. Oh, dir werden deine Witzchen schon vergehen, wenn Hordak dich in seinen Kerker steckt. Schaff ihn weg! Also, ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Hordak wird sich freuen. Mann, jetzt kann ich ein großes Lob einstreichen. Yam, yam! Und Bo bleiben. Oh, tut mir leid. Du kriegst natürlich auch was. Bo hat gesagt, er wollte sich heute Morgen hier mit mir treffen, aber die Sonne wirft schon ihre Nachmittagsschatten. Wir sollten sie suchen gehen. Womöglich ist er in Schwierigkeiten. Ich glaube, She-Ra wird sie schneller finden können. Für die Ehre von Mac? Jungs? Was verschlägt dich hierher? Ich wollte fragen, ob Kaul und Bo hier waren. Bo und Kaul waren hier, aber sie sind vor einer Weile nach Greenthatch geritten. Greenthatch? Oh, da Soldaten wimmeln darum. Die Jungs sind heute im Wald überfallen worden. Der Gauner hat ihnen meine Axt weggenommen. Bo wollte versuchen, sie wieder zu beschaffen. Wo ist das denn gewesen? Na, auf der Straße und... Jungs, ihr scheint euch selbst nicht sicher zu sein. Habt ihr uns irgendwas verschwiegen? Jungs? Also, wir wollten ja nicht, dass Bo ins Dorf reitet. Wovon redest du da? Die Axt ist euch gar nicht gestohlen worden, hab ich recht? Sie war plötzlich weg. Wir sind runter zum Bach gegangen, aber nur für ein paar Minuten. Und als wir wiederkamen, war die Axt verschwunden. Und dann haben wir uns die Geschichte einfach ausgedacht. Und Bo hat sich in Gefahr gebracht, weil er uns helfen wollte. Jungs,
Ich glaube, wir müssen ernsthaft... Hilfe! Hilfe! Shira! Shira! Hilfe! Kaul, was ist los? Oh, Shira, den Stern sei Dank, dass ich dich hier treffe. Mentena hat Bo gefangen genommen. Oh nein! Wo ist er? Die grässliche Mentena hat ihn in einen Sklaventransporter gesteckt. Er ist unterwegs zu den Energieminen in den Dark Mountains. Kaul, du suchst Madame Res und erzählst dir, was passiert ist. Sie kennt sich gut in den Dark Mountains aus und kann uns vielleicht helfen. Ich versuche in der Zeit, den Transporter zu finden. Beeil dich, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Wacht auf mich! Shira! Da ist er! Geh runter, Swiftwind! Erstmal müssen wir das Ding zum Stehen bringen. Damit dürfte es gelingen. Jetzt kommt es nur auf das richtige Timing an. Ja! Das war kein Zufall. Das gefällt mir gar nicht. Schießen wir uns den Weg frei. Kieselstein kann uns doch nicht aufhalten. Los, weiter geht's. Was ist denn das? Vielleicht schickt Hordak euch einen Dosenöffner vorbei. Und jetzt werde ich Bo aus dem Ding befreien. Nicht so hastig. Mentana. Oh, ich dachte mir, dass du so töricht bist und versuchen würdest, deinen nichtsnutzigen Freund zu befreien. Was heißt ihr versuchen? Genau das werde ich jetzt auch tun. Oh, mein neuer Lähmungsstrahl hat deinen Freund außer Gefecht gesetzt. Und jetzt werde ich dich auf diesen Strahl aussetzen. Da musst du dich schon etwas mehr anstrengen. Das geht nicht. Mein Strahl geht über Kreuz. Du kämpfst nicht fair. Jetzt werden die Gefangenen befreit. Shira, es freut mich, dich zu sehen. Oh, hallo, Bo. Wie ich sehe, hast du mit den Hordes einen kleinen Ausflug gemacht. Ja, es war sehr angenehm. Ich habe neue Freunde gefunden und hatte Zeit, ein Lied zu schreiben. Ich kann's dir später vorspielen. Aber gerne. Ich kann dir nicht sagen, wie froh ich bin, dich unversehrt wiederzusehen. Oh, danke. Und mein Dank gilt auch dir, Shira. Mein Bogen, meine Musik und... meine Magie stehen dir immer zu Diensten. Oh, wie hat er das gemacht? Wie hat er das wirklich gemacht? Voller Na fein, fabelhaft, Bo. Und was ist mit mir? Ich habe mich schließlich abgeflattert, um Hilfe zu holen. Natürlich, natürlich. Mein Dank, alter Freund. Mir tut's leid, dass wir dich in diese Lage gebracht haben. Wir wollten ja wirklich nicht, dass dir sowas Schlimmes passiert, Bo. Bo hat durch eure Lügen große Schwierigkeiten bekommen. Wir haben geglaubt, was ihr erzählt habt. Ihr wollt, dass ich euch mehr Verantwortung übertrage und mehr Freiheit gewähre. Aber wie kann ich das, wenn ich nicht glauben kann, was ihr sagt? Es tut uns sehr leid, Vater. Das stimmt, glaub's uns. Nun, das ist schon ein Anfang. Aber jetzt habt ihr erstmal Hausarrest. Oh, Vater, nein! Aber... Kein Aber, Jungs. Von jetzt an müsst ihr euch das Recht verdienen, das zu tun, was ihr wollt. Ihr müsst beweisen, dass ihr verantwortungsbewusst seid. Keine Lügen mehr. Ja, Vater. Gut. Aber was ist mit meiner Axt? Wo ist nun meine Axt geblieben? Hier ist sie! Madame! Madame Reyes!
Ich glaube, das werden wir gleich erfahren. Madame, wir haben euch schon den ganzen Tag gesucht. Ihr lag im Wald. Wisst ihr zufällig, wem sie gehört? Ich glaube, da können wir euch weiterhelfen. Hallo, Loki ist wieder da. Habt ihr gesehen, wo ich heute versteckt war? Wenn nicht, schaut noch mal genauer hin. Seht ihr mich jetzt? In der heutigen Geschichte ging es um Vertrauen. Es dauert lange, bis man Vertrauen aufbaut und eine einzige Lüge kann es im Nu wieder zerstören. Seth und Kyle haben das erfahren. Auch wenn ihr was angestellt habt, es ist besser, die Wahrheit zu sagen.